Hi und willkommen zurück zum Mega. Heute wird es krass, denn wir machen heute den Laser Drill und zwar so, wie ich den noch nie gebaut habe. Ich kläre euch nachher auch die Unterschiede, wie es halt vorher aussah und jetzt. Und das ist einfach so insane, was dann da rauskommt. Deswegen bewertet den Part und viel Spaß. Also im letzten Part hat man ja schon gesehen, dass die Laser Base viel mehr machen kann als vorher. Normalerweise war es ja immer so aufgebaut. Okay, der hätte jetzt eigentlich gedreht sein müssen. Klappt hier super gerade beim Zeigen. Also normalerweise war es immer so aufgebaut, dass man vier davon hatte. In der Mitte war dann die Laser Base. Und dann hatte ich vier Strahlen bekommen und dann war gut. Mehr ging nicht. So war es auch bei Time, so war es auch bei allen anderen Projekten. Aber mittlerweile geht es so viel krasser. Und das zeige ich jetzt mal. Ihr könnt nämlich rundherum. Ne, warte, falsch. Das ist jetzt die Laser Base. Der Laser Drill. Also ihr könnt nahezu rundherum alles aufbauen. Und das ist echt super krass, weil wenn man jetzt mal guckt, wir haben jetzt unten neun. Heute habe ich es aber, ne? So, dann kann man das Ganze noch am Rand ausführen und je mehr da dran hängen, desto mehr Items kommen da raus. Und man kann auch immer gucken, ob die das Target sehen oder nicht. Das war vorher, glaube ich, auch nicht der Fall. Und ihr seht immer, alle zwei Sekunden schießt er einmal da drauf. Und er wird dann halt immer schneller und immer schneller. Ich hatte mal am Anfang gemacht, dass wir Nether-Sachen bekommen, damit wir noch mehr Laser-Bases bauen. Aber ich glaube, die eine reicht, weil achte mal bitte drauf. Wenn ihr braune Linsen nimmt, kommt das mehr raus als alles andere. Und damit wollte ich dann mehr Laser-Drills bauen. Aber wenn man die so baut, braucht man gar nicht mehr Laser-Drills, oder? Weil das ist ja... Also, das ist ja super krass. Ich weiß nicht, ob das auch von oben geht. Das werden wir jetzt nochmal ganz kurz ausprobieren. Aber das ist ja mal mega. Ich glaube, die Rohstoffe werden da so durchgeballert. Na gut, die Anlage ist natürlich auch ein bisschen teuer. Und dann müssen wir uns nur noch um die Weiterverarbeitung kümmern. Und 1, 2, 3. So, jetzt probieren wir das Ganze aus, ob das auch nach unten geht. Oben ist halt kein Loch, ne? Geht aber auch. Top. Okay. Also brauchen wir noch 8 Stück davon. Ich habe schon mal einige bestellt. Die müssen auch eigentlich alle gebaut werden. Ja, wird gemacht. Dann nochmal Laser. Und das auf jeden Fall jetzt ein Kasten, der sich sehen lassen kann. Und endlich haben wir mal einen guten Stromverbraucher da drin. Wir brauchen jetzt nur noch eine Öffnung, wo wir nachher noch die Items rausziehen. Hätte jetzt getippt, machen wir einfach hier. Und dann kann man von hier aus auch reingucken. Oben das Weiße müsste weg. So, und jetzt haben wir wirklich einen so immensen Boost da drin. So, und jetzt müssen wir noch gucken, dass wir alles mit Stromkabeln verlegt bekommen. Und dann das Ganze nachher noch ein bisschen stylen. So, schon mal gut. Stromkabel gehen dann da hoch. Da unten könnte... Sollen wir da diese weißen Blöcke machen? Ja, ne? So, Laborbedingungen. Laser und so. So, und jetzt brauchen wir Kabel. Ultimative Kabel. Und damit das noch schöner aussieht, würde ich auch gerne das noch anders bauen. Warte. Nämlich, dass das Ganze getrennt ist. Ich hoffe, das stürzt sich wieder ab. Das passiert nämlich manchmal. Oder was heißt manchmal? Ist einmal passiert hier. Ja, man kann es nicht ausmachen, ne? Schade. Dann hätte ich das gerne so getrennt. Sieht schöner aus. Rotate, Wrench. Ja, da geht, glaube ich, komplett weg, ne? Schade. Okay. Lassen wir das so. Dann geht das hier runter. Ja, ist gut so. Alter, das ist ja schon gut, glaube ich.
Und wir haben endlich einen Stromverbraucher, der sich sehen lassen kann. Sollen wir davor mal eine Zelle bauen, um zu gucken, wie viel Strom das verbraucht? Vielleicht auch mehrere Zellen, einfach als Durchgang zum Boden. Oh ja. Dann machen wir die Zellen hier hin. Warte mal, ich kann doch einfach so machen. Wenn ich die schon hier drin habe, kann ich die auch benutzen. Dann noch hier hin, unten und oben dann noch. Oben machen wir dann einfach so. Und unten dann auch. Dann können wir von allen Seiten, wir brauchen noch mehr Kabel. Ultimate. Ultimate. Und wo sind die Ultimate Energy Cubes? Hier sind die Ultimate Energy Cubes. Ah, komm, brauchen wir 8 Stück eigentlich von. Da. Und starten. Und da sind sogar 9. Ja, einen hatten wir schon, ne? So. Dann machen wir Energy Cubes hier hin. Dann haben wir die Bodendurchführung und gleichzeitiger Puffer noch. Extra 8 Stück, damit wir da nicht irgendwie einen Flaschenhals oder so haben. Den nehmen wir doch nochmal weg. Sieht schöner aus, wenn das so steht. So, hier in der Mitte machen wir gleich noch was rein. Jetzt gehen wir mal ganz kurz runter. Ha, da sind wir. Voll gut. Wie machen wir das jetzt? Das sieht man leider. Und wir machen hier auch nochmal eine Cell hin. Eine Energy Cell. Gut, dass wir noch eine hatten. Ich glaube zwar nicht, dass sie irgendwie an die Belastungsgrenze kommt von den Dingern. Also, dass das irgendwie dass so wenig da durchgeht, wird, glaube ich, schon ordentlich ballern. So, Side Configuration. Oben machen wir Output. Alles andere ist einfach Input immer, ne? Ja, sieht gut aus. Und hier dann auch. Output, genau, oben. Output. Output. Ich hoffe, ich habe alles jetzt richtig eingestellt, ne? Ich hoffe, ihr habt gut zugeguckt. Der Test kommt die Tage. Übrigens, ich weiß noch nicht genau wie, aber auf Twitch verlose ich bald ein Stream Deck. Ich habe schon überlegt, ob ich das nicht random in einem Minecraft-Livestream verlose. Also in irgendeinem Livestream im August verlose ich dann einfach ein Stream Deck. So, die Leute, die dann da sind, haben Glück. Das ist ja das Ding, dass die Leute halt zugucken sollen irgendwo. Und die Leute, die nicht da sind, die haben halt Pech. Mal haben wir Pech, mal haben wir Glück. Und warum im Stream? Weil das so sein muss. Schwarz noch und dann framed. Weil das Ganze ja auch eine Kooperation ist. Eine Kooperation. 64, die nochmal und ein bisschen Glowstone. Anschließend tun wir es noch nicht, das machen wir erst gleich. Und jetzt kommen diese ganzen weißen Blöcke weg. Hätte ich gerade machen sollen, hätte man mehr Platz gehabt hier unten. Und jetzt hätte ich gerne framed. Der ist natürlich gefährlich, dieser Cube. Also nur im Spiel, ne? Im Spiel ist der gefährlich. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So, guck, wie lang der Arm einfach ist. Oh, warte mal, hier muss irgendwo noch eine Lücke rein. Da kommt ja nachher noch das wunderschöne Kabel raus. Also wir müssen ja die Items noch abziehen und das wird dann hier passieren. Ja. Ja.
Jetzt kommt Beleuchtung. Das sind übrigens Framed-Blöcke, wie man oben in der Mitte auch erkennen kann. So ein bisschen Carpenter abgelöst, wobei Carpenter irgendwie ein bisschen cooler war an manchen Stellen. Aber jede Mod hat irgendwie so ihre Vor- und Nachteile, finde ich. So, und jetzt kommt schwarz, gelb, schwarz, gelb, schwarz, gelb, schwarz, gelb, schwarz, gelb. Oh, ob das jetzt klappt, ey? Na komm, machen wir so. Wir machen halt so einen Kasten da drum. Aber ursprünglich wollte ich halt so einen Turm machen mit so verschiedenen Laserdrills, wie auch in der letzten Folge. Mittlerweile ist das einfach so ein riesiger Cube geworden, ne? Und das ist echt super krass. Kommt dann noch ein Geländer drauf. Und hier am Rand kannst du dann wieder losgehen mit schwarz, 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 schwarz. Hat die jetzt eigentlich Beleuchtung da reingedrückt? Dann gelb. Dann Glowstone. Ah ne, hatte ich noch gar nicht. Eins, zwei, drei. Da muss, wie gesagt, nachher noch das ME-Kabel durch. Und in der Mitte können wir jetzt nochmal irgendwie... Entweder nehmen wir weiß oder irgendwas Technisches. Na komm, wir nehmen, glaube ich, weiß. Ja, das ist doch mal ein dickes Ding, glaube ich. Okay. Es wird Zeit für den Strom. Nee, warte. Ich möchte ja, dass das durch die Cubes geht. Okay, die ersten laufen. Ihr seht euch, die Kabel laden sich auf. Next. Ah nein, vielleicht sollte man den noch abschaltbar machen, ne? Und andere Seite noch. Boah, jetzt bin ich mal gespannt, wie viel Strom jede Seite verbraucht. Man kann auch ganz gut hier reingucken, ne? Max Output 102.000. Input 0. Da ist ja geil, wenn ich direkt einen Reaktor da dran baue, oder? Endlich haben wir mal einen Stromverbraucher, Alter. Dreht die Reaktoren hoch. Warte. So ist gut. Wir gehen jetzt mal ganz kurz nach unten. Auf die Reaktorebene. Ja, dann brauchen wir aber auf jeden Fall mehr Zeug hier, warte. Und wir aktivieren das nicht, das auch nicht. So. Das ist maximale Leistung. 200. Okay, fahren hoch. Jeder macht jetzt gerade 200.000. Hier ist der Akku noch drin. Input 600. Okay, Input 600.000. Wir gehen hoch. Hi, Laser Drill. Und wie sieht's hier aus? Ach nee, jetzt habe ich mich voll vertan. Da steht noch Max-Output, ne? Da steht der Input gar nicht. Ach Mann, so viel verbraucht er nicht. Oh, schade.
Jetzt war ich kurz enttäuscht. Ich habe mich gerade gefreut, dass der Reaktor mal benutzt wird. Also doch wieder 99% erstmal. 99% reduziert. Und jemand hat auch gefragt, ob der zweite Reaktor nötig ist. Da habe ich nur gesagt, der erste ist sonst nötig. Voll gut. Guckt euch an. Und das passiert die ganze Zeit. Die ganze Zeit kommen hier einfach Erze rein. Mit Fluorid, Ruby, Diamond. Nur die Ores müssen wir halt nochmal crushen, glaube ich. Jetzt machen wir da noch einen Input dran. Import Bus. Da ist er. Mit Accelerationskarten lohnt sich nicht. Dann nehmen wir noch Fassade. Und die weißen Kabel. Light Gray. Ja, weiß sind ja nicht. Da wäre dann ein... Ja, warte. Ne, wir nehmen diesen Stein hier. Das soll ja kein Stein sein, das ist halt nur so eine Durchführung, weil es so eckig ist. Sieht ganz cool aus. So. Wo bist du? Da. Und das schließen wir jetzt da hinten an. Und dann haben wir es gedüdelt. Fertig. Also das mal ein ordentlicher Laserdrill. Ohne Scheiß. Ich hätte nicht gedacht, dass er so groß ist. Wollte gerade sagen, der schafft es nicht abzusaugen, ne? Aber geht langsam. Passt schon. Glowstones, Raw Iridium, Silber, Uranium. Also da kommt schon einiges rein. Ne? Wenn man bedenkt, wir haben jetzt nur ganz kurz laufen gemacht, aber hier die Linsen haben jetzt gar nichts gebracht. Ich mache die wieder raus. Da kommen einfach alle Erze. Achtung. Next. Copper. Redstone. Ja, komm, da haben wir weniger Redstone und so. Kommen mehr Sachen aus dem Nether, glaube ich. Nether hat ja auch alles. Nickel? Geil. Ich kann mich nicht entscheiden, was ich da reintun soll für Linsen. Vielleicht muss ich in meinem Buch mal gucken. Da habe ich auch eine Linsenübersicht, was welche Linse bringt. Oh nein! Time in a bottle! Oh, sollen wir den mal da reindrücken? Das ist schon gut, glaube ich. Alter, da fliegen ja die Erze nur so rein. Was für ein krasser Kasten, Mann. Tschüss.